Yo, Mäuse und Holz, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem weiteren Teil der Peyote-Folgen. Ja, wir gucken uns heute mal genau an, wo wir Pflanze 4 bis 6 finden. Und die erste davon finden wir auch hier direkt hier auf dem Baseballfeld. Um genau zu sein, in der Nähe der Grove Street. Wir befinden uns genau hier. Ja. Und die Pflanze, die befindet sich direkt hinter ja, dem Auffangnetz des Baseball-Courts. Also genau hier hinter vor uns. Und da werden wir jetzt mal hingehen, auch natürlich wieder mit Trevor. Wie ich schon sagte, der gibt einfach die besten Kommentare von sich ab. Und da sehen wir schon das Pflänzlein. So, werden wir uns mal direkt drüber stellen und die Falltasten nach rechts rücken. Und dann werden wir uns auch jetzt schon wieder in irgendwas etwas verwandeln, beziehungsweise halluzinieren. Ich bin echt mal gespannt, in was. Es gibt ja wirklich so viele verschiedene Tiere. Und wir werden jetzt hoffentlich ein Hund sein. Hund. Und was sind wir? Wir sind echt ein Hund. Wir sind ein kleiner Mops. Oder wie ich sie ganz gerne nenne, Teppichflitzer, Wandrenner, Plattschnauze, wie auch immer. Und der kann sprinten und auch angreifen. Und du, kleiner Mann, du solltest dich echt mal rasieren, du hast einen ziemlich haarigen Hoden. Aber gut. So, jetzt werden wir die hier mal angreifen. Komm, schön feige von hinten. In den Arsch beißen. Ja, komm, 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 zurück. Den holen wir uns, der hat seine Brille verloren, der ist blind. Ja, und. Zack. Ist der schon tot? Der ist schon tot. Kann nicht mehr angreifen. Oh, nach zwei Bissen. Respektable Leistung für so ein kleines Wichtlein hier. Komm, dich holen wir uns auch noch. Ich habe auch schon einmal gebissen, also müsste der zweite Biss natürlich ganz klar tödlich sein. Na, läuft er links oder rechts des Weges weiter entlang? Okay, er läuft querfeldein. Ja, dann habe ich dich jetzt, würde ich mal sagen. Und zack. Nein, zu früh gesprungen. Ey, komm her. Ich glaub's ja wohl. Oh, ich bin tot? Ich bin tot? Nee, doch nicht. Oh, ich wollte schon sagen, der arme Hund. Komm her. Du wirst mir auf jeden Fall nicht entwischen. Sehe ich nicht ein. Ich habe dich schon so brutal zugerichtet. Komm. Komm, 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 komm. Ja, zieh. Das schaffst du. Nicht auf die Straße rennen, wird er überfahren. Wir wollen ihn machen. Zack. Da haben wir ihn. Uns haben wir so einen Stern. Wir haben einen Stern. Attacke! Ab in die Menschenmasse! Guck mal, der hat auch schon Schiss. Na, holen wir uns lieber den hier. Der ist cooler. In Angesicht, in Angesicht. Na, der ist auch platt. So, jetzt greifen wir uns hier mal ein Auto. Mal ein bisschen dickeren Gegner. Und wir haben zwei Gegner und auf uns wird geschossen? Was? Was? Haut abholen! Das könnt ihr nicht machen! Die schießen auf den Köter! Nein! Boah, dich holen wir uns. Nein, 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 nein. Mit einer Schrotflinte? Mit einer Schrotflinte. Ist das euer Scheiß ernst? Nein! Dieses Mistpack. Geht ja mal gar nicht. Zurück zur Pflanzenjagd. Jetzt holen wir uns Peyote Pflanze Nummer 5. Dort müssen wir mal ein bisschen weiter aufs Meer hinausfahren. Wenn ihr euch das Schwimmen ersparen wollt, gebe ich euch einen Tipp. Fahrt mit einem Auto am besten einfach hier diese Straße herunter bis ungefähr hier. Und dann findet ihr direkt hier am Strand direkt einige Jetskis vor, womit ihr dann hier direkt übers Meer zu der obersten Insel fahren könnt. Und die werde ich euch jetzt auch nochmal markieren auf der Karte. Damit jeder die natürlich einfach vorfinden kann. Was macht ein Trevor hier? So, geh hoch da. Ja, geht doch. So, da seht ihr schon das, ja, das Pflänzlein. Und wir sind auf der aller rechten Insel, also auf der ganz rechten Insel von den ersten hier, von der ersten Inselkolonie hier. Sind wir auf der ganz rechten. Und ja, dort findet ihr, ich kann nochmal kurz rauszoomen, damit ihr auch ungefähr wisst, wo wir uns aufhalten. Ja, also hier sind wir, ganz im Osten von Los Santos. Und ja, dort findet ihr ja diese nächste Pflanze. Und mal gucken, was wir jetzt werden. Ich denke mal, wir werden wieder ein Wassertier oder sowas. Wäre ja doof, wenn nicht. Ja, jetzt wird dann wieder ein bisschen high, halluziniert und dann geht es auch schon wieder ab. Zum Glück sind wir nicht ins Wasser gefallen. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Und wir sind, ja, eine Krähe. Sehr nice. Okay, dann fliegen wir jetzt mal. Wir können scheißen. Das ist ja wohl mal geil. Flattern tut man, wenn man X gedrückt hält. Ansonsten gleiten wir, glaube ich, einfach. Genau. Das ist ja also echt cool gemacht. Also fliegen mit so Tauben macht echt Spaß. Beziehungsweise mit so Vögeln. Fühlt sich echt gut an, muss ich echt sagen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit so einem Vieh fliege. Geht eigentlich die Ego-Perspektive?
Ne, die geht leider nicht. Aber ey, wie geil ist, man kann scheißen. Ey, wer lässt sich sowas einfallen? Das ist richtig heftig. So, gucken wir mal, ob das auch mit den Landen wunderbar funktioniert. Gehen wir hier auf die Insel. Und dann werden wir uns mal kurz zu dem Strand begeben, wo ich gerade das Jetski geholt hatte, weil dort sind auf jeden Fall auch Menschen. Und dann können wir denen mal ein bisschen ja, unsere Innereien auf den Körper schmieren. Ja, jetzt ist es ein bisschen... Okay, gut. So, Viereck drücken und man landet dann. Stand da. Okay. Zack. Okay, wunderbar funktioniert. Wir können auch am Land natürlich laufen. Das funktioniert auch aller Bonheur. So, und ziehen wir wieder ab. Weiter geht's. Auf in die Zivilisation. Man kann echt wie so ein Maschinengewehr kacken. Ich halte einfach nur die Taste gedrückt und... Alter, steht, der sollte sich mal untersuchen lassen, wenn er solche Probleme mit seinem Anus hat. So, das sind auch die ersten Menschen. Die kacken wir jetzt richtig voll. Im Sturzflug und voll kacken. Die hauen echt ab. Das ist ja mal richtig geil gemacht, ey. Ey, wie bekloppt. Oh, hab ich die nicht getroffen? Ah, nein. Okay, das war's. Zack, ab ins Wasser. So, wir werden uns natürlich... Was macht Trevor, Alter? Wir werden uns natürlich jetzt noch die nächste Pflanze angucken. Und die befindet sich natürlich am ganz anderen Ende dieser... Kartu. Zu guter Letzt verschlägt es uns nach Vinewood, in die Vinewood Hills, um genau zu sein. Und ja, wir halten jetzt einfach mal hier an diesem Tor. Hoffentlich kann man da direkt durchgehen. Da müssen wir nicht erst noch die Künste von Trevors Kletterei zu sehen bekommen. Aber doch, müssen wir. Gut, gehen wir erstmal in den Garten rein und dann direkt hier hinter dieses Haus. Und dann werde ich euch natürlich wieder auf der Karte zeigen, wo genau wir uns hier gerade befinden. Damit es auch jeder hier ja natürlich entdecken kann. So, dann gehen wir erstmal hier zwischen diesen kleinen Felsen hier vorbei. Und dann direkt hier an der Mauer findet man auch schon das Pflänzlein. Hier ist es. Und wir befinden uns, um genau zu sein, ja, in der letzten Ebene der Vinewood Hills, kann man schon fast sagen. Ja? Also genau hier findet ihr das Pflänzlein. Und da könnt ihr euch auch schon den Happen gut schmecken lassen. Und mal sehen, in was wir uns ja jetzt verwandeln werden, in was wir diesmal uns hineinversetzen. Ich meine, wie kann man denn immer und immer wieder denselben Fehler machen, frage ich mich, und immer wieder die gleiche Kacke fressen. Aber gut. Unser Trevor ist nicht der Schlauste und wir sind ein kleiner... Was ist das für ein Hund? Also ich kenne den Hund natürlich, aber ich weiß nicht, welche Rasse das ist. Ein knuffiger Hund auf jeden Fall. Der Schwanz sieht doch so ein bisschen aus wie so ein Christbaum, ne? Stell dir mal vor, der wäre grün. Ohne Scheiß. So, jetzt gucken wir, dass wir irgendwie auf die Straße kommen. Da wollen natürlich jemanden attackieren mit so einem gefährlichen Hund hier. Ich komme! Mach doch was gefasster! Oh, ein Rich Girl. Oh, drei Rich Girls. Das sieht auch wie so ein Makler, ne? Und die kauft das? Naja, dazu wird es nicht kommen. Ich beiß hier meine Furt. Nein, das war die falsche! Ein Biss... Nein! Ey, ey, Meister! Leg dich nicht mit mir an. Guck, wir können sogar Geld einsammeln, oder? Ne, schade. Ist klar, eine gigantische Blutlache, weil sie von so einem brutalen Hund angefallen wurden. Guckt ihn euch doch mal an. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video wieder. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat und natürlich auch geholfen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ihr könnt immer wieder eure Meinung zu den ganzen Tierchen hier in die Kommentare schreiben. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao, euer Palmas.